Wie kann man seine Daten im Internet schützen? Wir haben einen neuen Trend entdeckt, die Krypto-Party. Bei Grillfleisch und Brause treffen sich immer mehr junge Leute, um voneinander zu lernen, wie man sein digitales Leben verschlüsselt. Wir sind in Berlin und suchen eine ganz bestimmte Wohnung. Hier soll es passieren. Auf den ersten Blick eine normale Party. Aber etwas ist anders. Mate-Brause fließt in Strömen. Alle haben Laptops dabei. Ständig werden USB-Sticks ausgetauscht. Und nicht jeder Gast will erkannt werden. Wir befinden uns auf einer sogenannten Krypto-Party. Im Netz steigen die Fragen nach dem Begriff gerade enorm an. Die Frage ist, was ist das? Wir schnappen uns den Mann, der hier in der Mitte steht. Boris Niehaus ist Veranstalter der Krypto-Party. Da kommen Leute zusammen, die sich für Sicherheit im Netz interessieren, für Privatsphäre im Netz. Und wir wollen uns jetzt gegenseitig ein bisschen über Verschlüsselung informieren. Hier können die Gäste also lernen, wie man seine E-Mails und Nachrichten im Internet verschlüsselt. So, dass niemand Zugriff auf persönliche Daten hat. Aber wie funktioniert eine Krypto-Party überhaupt? Die Regeln stehen im Krypto-Party-Handbuch. Ja, das gibt's tatsächlich, allerdings nicht gedruckt, sondern als Download. Es hat fast 400 Seiten. Regel 1: Die Party soll öffentlich sein. Jeder soll Zugang haben. Es muss Essen und Trinken geben, für die Stärkung zwischendurch. Und jeder muss einen USB-Stick dabei haben, um Software für Verschlüsselungswerkzeuge auszutauschen. Aber warum machen die das? Warum trifft man sich, um Nachrichten zu verschlüsseln? Weil ich keinen Bock habe, dass irgendjemand, wer auch immer, die mitliest. Die geheimen Überwachungssysteme im Internet haben viele hier aufschrecken lassen. Auch Debbie hat Angst, dass keiner mehr etwas sagen kann, ohne dass es jemand mitbekommt. Auf der Krypto-Party will sie lernen, ihre Mails zu verschlüsseln. Das Problem? E-Mails sind wie Postkarten. Jeder, der will, kann sehen, von wo nach wo sie gehen, aber auch, was drinsteht. Das Verschlüsselungsprogramm ändert das. Man findet es im Internet unter PGP. Das steht für Pretty Good Privacy, auf Deutsch ziemlich gute Privatsphäre. Das Programm legt jede E-Mail quasi in einen reißfesten Briefumschlag und verschließt den Umschlag mit einem sicheren Schloss. Den Text kann nun keiner mehr lesen. Das Programm erstellt zusätzlich einen elektronischen Schlüssel zum Lesen der Mail. Beim Absenden verwandelt sich der E-Mail-Text in einen Code. Unknackbar für Hacker und Angreifer. Und nur ich mit meinem privaten Schlüssel kann diese Mail dann halt aufmachen. Jetzt hat's geklappt endlich. Juhu. Yay. Debbie ist happy. Ihre Mails für fremde Augen unlesbar zu machen, scheint ein gutes Gefühl zu sein. Alle stellen fest, es ist überhaupt gar nicht schwer. Es macht Spaß, wenn man sich zusammen hinsetzt, eine Mate trinkt und wenn man sich einfach schafft, damit auseinanderzusetzen und merkt, es ist gar nicht schwer. Fast jeden Tag findet irgendwo in Deutschland eine Krypto-Party statt. Wo die nächste ist, kann jeder bei kryptoparty.org sehen.